Auch das Welser Volksfest vom 2. bis 4. September steht wieder im Zeichen von Unterhaltung und Geselligkeit. Messedirektor Robert Schneider ist zuversichtlich, mit der Traditionsveranstaltung Volksfest-Gaudi mit Rummelplatz und Bierzelt für viele Besucher zu sorgen. Auf jeden Fall geht es beim Volksfest voll gut zu, beim sogenannten Volki, wie es auch bei den Jungen genannt wird. Es ist wieder ausgebucht, das Volksfest. Wir haben alle Attraktionen hier. Wir haben die großen Schaugeschäfte, 5, 6 große Schaugeschäfte hier. Der Fest wird wieder mit dem großen Bierzelt kommen. Und es wird dieses Jahr auch wieder das Weindorf eröffnet werden, also auch für die Jugend ist gesorgt am Abend. Ja, von der Sicherheit her haben wir die letzten Jahre Gott sei Dank sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben keine Corona-Bestimmungen im Augenblick, was uns das auch erleichtern wird. Ansonsten ist die Sicherheit wie immer, wir haben Security-Dienste, auch wenn es schwierig ist im Augenblick Security-Unternehmen zu finden, die Leute haben, die überhaupt dort in ausreichender Zahl arbeiten, aber natürlich haben wir im Weinkost, Weindorf und auch im Bierzelt eigene Securities. Eintritt gibt es beim Volksfest natürlich keinen. Es gibt auch keine Eintrittskontrollen. So gesehen gibt es kein Hindernis für den Volksfestbesuch. Der Bieranstich ist ja schon einen Tag vorher. Ist da die große Welser Polit- und Wirtschaftsprominenz geladen? So wie immer sind unsere Ehrengäste geladen und am 1. September, am Donnerstag um 19 Uhr ist der große Festbieranstich und ja, auf das freuen wir uns schon und das ist, glaube ich, ein Fixpunkt in der Welser, im Welser Gesellschaftsleben. Hier schon dein, was will man mehr? Hier schon